Jo, einen wunderschönen aus dem heißen Ziele Kumköl. Aktuell im Schatten 39 Grad. Wahnsinn. So, wir sind jetzt mal ein Käffchen trinken, hier kurz angehalten. Ich war hier in dem Hotel Ziele, keine Ahnung, irgendwas, Villa Residenz oder sowas. Schöne Dinger. Habe ich für Willi, das ist der Villa Ziele Residenz, habe ich wieder recht. Und habe für Willi und Gabi ein Paket abgeholt. Boah, Leute, der Planet brennt da oben, der gibt alles. Ich weiß, ihr habt heute in Deutschland auch schöne, warme, angenehme Temperaturen. Ja, wir haben hier den Vorteil, den großen Vorteil, den man jetzt zwar nicht sieht, aber man weiß, dass er da ist. Wir haben das Meer hier hinter. Und was ich auch festgestellt habe, dass hier in Ziele die Luftfeuchtigkeit nicht so extrem ist. Wieso ist in Alanya die Luftfeuchtigkeit so hoch? Kann mir das einer verraten? Das ist eigenartig. Also selbst in Antalya hält man 45 Grad besser aus als in Alanya 35 Grad. Komischerweise. So, und wenn ich schon in Ziele bin, beziehungsweise Richtung Manavgat unterwegs bin, ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund, es gibt endlich mal wieder eine richtig gute Ischkembe, die gleich kommt. Brot ist schon da, Obst, Gemüse und Gurken sind schon da. Und auf die Suppe freue ich mich wirklich, weil die hatte ich halt schon seit einem halben Jahr nicht mehr oder so. Wie lange war ich denn schon nicht mehr unterwegs? Wie lange habe ich jetzt kein Auto mehr? Und diese Suppe in der Qualität gibt es in Alanya nicht. Das ist das Eigenartige. Und hier bleibt die Qualität immer gleich. Ihr werdet es gleich sehen. So. Wie schön es blubbert. So, was tun wir da gleich noch rein? Natürlich Pulvide. Und nehmen wir Knoblauch. So. Knoblauch. Nicht zu viel. Jetzt wird es mich heute Abend mit der Nachbarin nichts. Genau, und jetzt drücke ich mir noch eine Zitrone rein. Hat wieder sehr gemundet, Leute. Und? So muss das sein. Endlich mal wieder raus. Das war so lecker. Jetzt zeige ich euch noch mal was. Granatäpfel. Narr. Geil, oder? Jetzt dürft ihr gerade fragen, wo ich bin. Bei Willi und Gabi. Zu Hause. Und schaut mal hier. Das sind Feigen. Die sind bald soweit. Groß sind sie schon, die müssen jetzt halt nur noch reif werden. Der ganze Baum ist voll. Wahnsinn. Und dann haben wir hier noch was Leckeres. Das sind Oliven. Das sind Kaktus. Oh, das ist die erste, die ist schon rot. Die Oliven noch nicht reif, die Feigen auch noch nicht. Oh, Mama. Die kann man nicht, seht ihr die? Weintrauben hat er doch gesagt, der ist nicht. Wir hören uns auch in die ganze Zitte voll mit der Scheiße. Mit Weintrauben. Stimmt, die haben wir hier auch. Ah, und da drüben haben wir Avocados. Zeige ich euch doch mal. Avocados. Die sind noch klein. Gut, ich denke mal, um die Bäume hier kümmert sich auch keiner. Aber das ist mal was anderes. Boah,
Alter, das ist unerträglich warm hier. Aber wir haben nicht so hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist faszinierend. Normalerweise geht man hier kaputt zu der Jahreszeit. Aber diesmal nicht. Sind denn die Avocados schon? Nein, die sind noch knüppelhart. Ja. Aber hier war der Kapecke. Heute muss ich mal Lulu machen. Boah, Leute. Ja, ich weiß, in Deutschland ist es heute auch heiß. Morgen wird es da noch mal richtig heiß. Ich komme gerade aus dem Pool. Hab mir schon was zu essen gemacht. Hab jetzt noch mal so 20 Minuten auf der Couch ein Verdauungsschläfchen gehalten und überlege, was ich jetzt mache dann. Irgendwie habe ich Bock auf ein Eis. Das Problem ist, man kriegt ja aber irgendwie, habe ich das Gefühl, in Alanya nicht wirklich italienisches Eis. Also ihr wisst, was ich meine, so in die Richtung zumindest. In der Türkei gibt es, zumindest habe ich so das Gefühl hier in Alanya, Eisdielen, wo das Eis so Kaugummi-Konsistenzen hat. In die Richtung, so von der Konsistenz her. Ich meine, wenn es schmilzt, natürlich schmeckt es auch. Boah, Leute, aber wirklich, haltet durch. Ihr habt morgen nochmal so ein bisschen und übermorgen vielleicht ein bisschen Terror von den Temperaturen her. Oh ja, mein Essen gibt Pfötchen. Und dann habt ihr es überstanden. Das Problem ist, wir haben ja jetzt schon 34, 35, 36 Grad teilweise hier, tagsüber. In einer, ja, also wir waren vorhin, wie ihr gesehen habt, ja in Manavgat, da hatten wir schon Temperaturen um die 40 Grad. Und das Problem ist, Meteorologen haben jetzt für die Türkei auch eine Hitzewelle vorausgesagt. Mit Temperaturen bis 44 Grad. Ja, ich hoffe, dass es nicht so eintrifft. Wenn es so ist, kann man es auch nicht ändern. Einzige, was man machen kann, Klimaanlage anschalten. Ihr hört meinen Ventilator im Hintergrund. Der pustet ja auch schon den ganzen Tag. Der geht auch, der ist auch, glaube ich, schon gar nicht mehr aus seit 4 Wochen oder so. Ja, und was man natürlich machen kann, immer kaltes Wasser trinken. Wobei es viele sagen werden, nicht kalt, du musst warmes trinken. Ich will nichts warmes trinken. Ich möchte mich abkühlen. Aber was ich wirklich zugute halten muss, die Luftfeuchtigkeit ist aktuell relativ gering. Das kenne ich so nicht. Auch das ist neu. Die heißen oder die hohen Temperaturen sind eigentlich ganz gut auszuhalten. Ja, und das, ja, das ist Luftfeuchtigkeit technisch, ist es zurückgegangen. Was machen wir noch? Ich habe wirklich Bock auf ein Eis, aber wie gesagt, ich habe noch keine, oder die einzige Eisdiele, die ich kannte, ist ja leider durch das C hier kaputt gegangen. Irgendwie ist da jetzt ein Klamottenladen drin, das stellt mich auch nicht wirklich zufrieden. Tja, keine Ahnung, was man noch machen kann bei den Temperaturen. Wie gesagt, außer im Pool zu springen oder halt die Klimaanlage anzuschmeißen oder sonst was. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Strand und Meer, ja, ist auch nicht so wirklich, weil der Sand ist wie eine Bratpfanne, die man volle Pulle auf dem Herd stehen lässt. Egal, ich lasse mir irgendwas einfallen. Wichtig ist halt nur, dass man vernünftig durchatmen kann, ja. Und dass man hier seine Ruhe noch einigermaßen hat. Alles klar, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Ja, und vielleicht bis morgen.